Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Julian Draxler L. und Thilo Kehrer R. Bleibt nicht anderes übrig, als den Jubelstürmen von Lille zuzusehen. Urheberrecht Getty Images. Paris Saint-Germain wird von OSC Lille demontiert und verpasst den vorzeitigen Meistertitel. Die Titelverteidigung ist trotzdem nur noch eine Frage der Zeit. Der französische Meister Paris Saint-Germain muss nach einer Demütigung weiter auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Ligue 1 warten. Das Star-Ensemble von Trainer Thomas Tuchel verlor am 32. Spieltag ein turbulentes Topspiel bei Verfolger OSC Lille krachend 1:5, 1:1. Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen. Für Paris Saint-Germain war es die höchste Pflichtspielniederlage seit dem denkwürdigen 1:6 im Champions League-Achtelfinale beim FC Barcelona im März 2017. Trotz der zweiten Saisonniederlage liegt Paris 6 Spieltage vor Saisonende weiter komfortable 17 Punkte vor Lille. Service die Tabelle der Ligue 1. Paris verzögert Titelentscheidung wieder. PSG hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. In der Nachholpartie beim FC Nantes am Mittwoch hat Paris den nächsten Matchball. Service der Spielplan der Ligue 1. Bereits in der Vorwoche hätte Paris ein Sieg zum Titelgewinn gereicht. Ein 2:2 gegen Racing Straßburg inklusive einer kuriosen Klärungsaktion des früheren Bundesliga-Profis Éric-Maxime Choupo-Moting war jedoch zu wenig. Jetzt das aktuelle Trikot von Paris Saint-Germain bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige Thomas Meunier, 7. Herr Eigentor, der unter anderem mit den Bayern in Verbindung gebrachte Nicolas Pepe, 51. Jonathan Bamba, 65. Gabriel, 71. und José Fonte, 84. trafen für Lille. Erste Halbzeit mit Überlänge. Der ehemalige Münchner Juan Bernat erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Elften wurde nach einer Notbremse aber noch in der ersten Halbzeit vom Platz gestellt. 36. Nationalspieler Julian Draxler stand in der Startelf. Thilo Kehrer wurde in der 16. Minute für den verletzten Kapitän Thiago Silva eingewechselt. Insgesamt dauerte die erste Halbzeit infolge intensiver Diskussionen nach dem Platzverweis gegen Bernat 53 Minuten. Punkt. In der zweiten Halbzeit hatte Kehrer beim Stand von 1:1 eine große Chance zur Führung, köpfte aber aus 5 Metern knapp vorbei. 48.